Herzlich willkommen zurück zu The Division. Wir begeben uns jetzt zu Jessica Kendall in unserer Basis, um den Medizinflügel freizuschalten. Sie leisten gute Arbeit, aber lassen Sie... Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Ich lasse auch nicht nach. Versprochen. Na, wen haben wir denn da? Danke für Ihre Hilfe im Garten. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Antike Ausrüstung, kein Personal. Draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun, was wir können, Dr. Kendall. Jeden Vorschlag, den Sie haben, nehme ich gern entgegen. Ich weiß, Teufel, Fliegen und so weiter. Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erstmal mehr darüber wissen. Das wäre ein guter Anfang. Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte. Ach Gott, das Arschloch. Ich habe ihn mal in der Columbia gehört, da gab es fast eine Schlägerei. Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden. Alles, was Sie von ihm finden können. Notizen, Laptops, persönliche Freunde. Ich brauche alles. Wir müssen über lebende Proben reden und Antikörper. Sie haben viel zu tun. Und Sie werden? Probleme lösen, Leben retten. Nun, wenn Sie entschuldigen, fange ich gleich an. Ich habe keine Ahnung, ob es euch schon aufgefallen ist, und ich hoffe, dass sich das bis jetzt nur in der Beta so widerspiegelt. Die Befürchtung, beziehungsweise das, was ich wirklich nicht so geil finde an The Division, ist, dass unser Hauptcharakter wieder mal so ein gesichtsloser Niemand ist. Keine Dialoge, keine Audioschnipsel, der er irgendwie oder das... Ich sag mal, Dialoge werden nicht von ihm geführt. Immer nur die Charaktere, die um ihn rum sind. Und das ist das, was ich so ein bisschen schade finde, denn das ist gerade das, was ich mir eigentlich gewünscht hätte. Dass wir einen Charakter spielen, der auch ein bisschen was zu sagen hat und ein bisschen was ausdrückt und widerspiegelt. Aber das ist momentan noch überhaupt nicht gewesen. Das finde ich echt ein bisschen schade. So... Jeder Flügel hat 10 Ausbauten. Der medizinische Flügel erfordert Medizinflügelgüter für jeden Ausbau, den Sie vornehmen wollen. Man erhält Medizinflügelgüter, indem man medizinische Einsätze und medizinische Kämpfe abschließt. Jeder Ausbau trägt prozentual zum Fortschritt des Flügels bei. Jeder Flügelausbau entsperrt eine Fähigkeit, Fertigkeiten, Mods oder Talente. Jeder durchgeführte Ausbau bringt Ihnen ein oder mehrere Vorteile. Alle Vorteile sind im Vorteilereiter des Fähigkeitenmenüs aufgelistet. Führen wir den ersten Ausbau durch. Alles klar. Die Verbesserungen sehen gut aus. Wenn wir das überleben, hole ich sie in mein Labor. Neue Fähigkeiten können angelegt werden. Und das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Wie ganz am Anfang erwähnt, es gibt nur... eine Hauptmission, der Rest sind Nebenmissionen. Das war jetzt im Endeffekt der Abschluss der Hauptmission. Und wir machen natürlich noch ein bisschen weiter und schließen noch ein paar von den Nebenmissionen ab. Und rüsten jetzt aber erstmal unsere nächste Fähigkeit aus. Jetzt steht Ihnen ein zweiter Fertigkeitenplatz zur Verfügung. Nun können Sie zwei Fertigkeiten gleichzeitig anlegen. Das tun wir auch. Von diesem ballistischen Schild halte ich nicht so viel. Zumindest ist das nicht mein Spielstil. Die Haftgranate ist ganz cool gemacht, aber ich bevorzuge den Scan und die Erste Hilfe. Und die Erste Hilfe rüsten wir jetzt auch aus. Talente und Vorteile gibt es dann erst später zum Release.
Jeder fängt mal klein an und jetzt ist es eine Klinik. Endlich genug Personal, um Zivilisten zu behandeln. Wir haben alle Hände voll zu tun. Ja, das haben wir. So, was haben wir denn jetzt an Credits? Das Beste im Distrikt. Nichts. Und hey, irgendwas zu kaufen, auch gut. Aber wir haben ja vorhin Loot bekommen. Neue Rekrutenweste. Rekrutenschone, nehme ich die mal. Waffen. Schauen wir mal, haben wir schon irgendwas, was besser ist als die M4? Nein, haben wir nicht. P416 Militärversion, SMG 9. Ich gehe mal mit der SMG 9. Wobei, ist das... Ja, ist eine Maschinenpistole. Ja, doch, das können wir tun. Schauen wir mal, was wir da noch an Mods dran packen können. Das Reflexvisier. Aber das Reflexvisier würde ich gerne auf meine MP4 drauf basteln. Das haben wir jetzt hier drauf. Für die SMG 9 haben wir jetzt nichts. Okay, gut. Vielleicht können wir uns ja noch einen Griff kaufen. Gucken, ob wir die Credits reichen. Ach nee, halt Mods waren bei dem anderen Händler. Ich kann damit leben. Sehen Sie sich das an? Hier. Schnellwechselmagazin. Naja, okay. Reicht noch nicht so ganz. Aber wir können erstmal verkaufen, den Rest, den wir nicht mehr brauchen. Verkaufen. Alles weg. So, jetzt müsste es aber reichen. Vertikaler Griff, Zieloptik. Wir nehmen uns mal den Kopf. Ne, Moment, die hatte keinen Griff, ne? Ne. Die hatte keinen Griff. Dann nehmen wir uns das Reflexvisier mit. Kaufen. Und legen das direkt mal an. So, sieht zwar total bescheuert aus, aber macht nichts. Hey, wonach suchen Sie? So, füllen erstmal unsere Munition auf. Und jetzt, liebe Freunde, machen wir ein paar Hauptmissionen. Wie vorhin schon erwähnt, wir haben jetzt hier ein paar Sachen angezeigt. Wir gehen jetzt erstmal zum nächsten Einsatzziel. Euch zu zeigen, was da auf uns wartet. Und dann machen wir uns ein paar Nebenmissionen. Gehen auch direkt zu der am Hudson River Hub. So, erstmal wieder alles durchladen. Falls das noch nicht durchgeladen ist. Scheint mir aber so. So, wie ihr sicherlich noch wisst, weil es ja nicht allzu lange her ist, ist hier die Hauptmission gestartet. Man kann jetzt hier die Mission wieder spielen. Keine Ahnung, ob das jetzt bloß für die Beta ist, damit es nicht ganz so langweilig ist, oder ob man das im fertigen Spiel auch machen kann, dass man Missionen immer wieder spielen kann. Man kann jetzt das Ganze in einem höheren Schwierigkeitsgrad versuchen zu machen, auch in einer Gruppe. Ist ganz cool, ich habe es auf schwer mal probiert. Macht echt Bock. Gibt auch besseren Loot. Wir helfen der Dame hier mal. Und kriegen eine PF45. So, ist das jetzt... Ah, okay. Gehen jetzt... Was machst du denn da? Du tust ihm ja weh! Hör mal. Ich habe 6 Jahre Medizin. Ach, das wurde jetzt zurückgesetzt, okay. So, wir gehen jetzt aber. Locker, ganz locker bleiben. Erstmal hier hinter. Ja, falls jemand lange genug zuschaut, um auch Kommentare zu hinterlassen,
Sagt mir doch einfach mal, wie ihr The Division bisher so findet. Ob ihr das vielleicht auch gespielt habt und was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Gameplay, Grafik, Gruppensystem. Lasst euch da nicht aufhalten, was in den Kommentaren zu hinterlassen. Markierte Position in der Nähe. Hier gibt's Action. Hier ist Sparrow 3, over. Wir sind gleich bei Ihnen. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Boah, ich treffe wieder nix. Aber den hab ich getroffen. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Ich hätte nichts dagegen, sie immer mit dabei zu haben. Halte den Anführer auf! Niemand entkommt uns! Warnung! Feindkräfte nähern sich! Und diesmal von der anderen Seite. Ist der gerade hingefallen? So, kommen noch mehr. Warnung! Feindkräfte nähern ja. sich! Sparrow 3 hier. Sind an ihrer Position und startbereit. Er ist tot. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Sehr schön. So, jetzt ohne Unterbrechung weiter. Das war im Übrigen der Heal, was wir gerade als zweite Fertigkeit freigeschalten haben. Den kann man sowohl in näherer Umgebung bei sich selbst anwenden, als auch ja, als Granate. Das hat man auch schon in den E3 Gameplay-Trailern gesehen. Wieder jemand, der die Dark Zone ist abgeschottet und das aus gutem Grund. Dort hat die Infektion am heftigsten zugeschlagen, so sehr, dass weder wir noch das LMB noch irgendwer sie aufhalten konnte. Jetzt ist es ein Niemandsland voller Menschen, die das Virus nutzen wollen, um den Fraktionen zu entkommen. Und was hinter diesen Mauern geschieht, nun, wenig davon ist gut. So, wie sie gerade schon erwähnt hat, das ist der Eingang zur Dark Zone. Wir können einfach mal reingehen. Uns das einfach mal kurz anzuschauen. Gesonderter Händler, bei dem wir Dark Zone Währung einbauen, benutzen können. Einbauen können, verdammt. es gibt wesentlich bessere Waffen. Der Loot, der in der Dark Zone fällt, ist grün und blau. Dort ist selten irgendwas, das grau ist. Händler verkaufen ausschließlich nur blauen Kram und höher. The fuck? Biogefährdung. Kontaminierter Bereich. Also das haut so definitiv nicht hin. Ich glaube, das ist nicht gewollt hier. Das Licht.
Gehen aber erstmal wieder raus. Dark Zone Gameplay kommt später auf jeden Fall noch. Was wir jetzt machen. Ich möchte jetzt mal schauen, ob ich hier nach hinten, nach da hinten hin schnell reisen kann. Ja, das kann ich sehr schön. Schnell reisen gibt's auch. Kann ganz nützlich sein. Man kann aber nicht von überall zu jedem Punkt schnell reisen. Zum Beispiel in der Dark Zone funktioniert das Schnellreisen überhaupt nicht. So, ja, hier lang. So, wir machen jetzt diesen Nebeneinsatz hier. Ich habe eine ungewöhnliche Aufgabe, Agent. Ich will keine Ressourcen abzweigen, aber wenn jemand über eine Musikerin namens Heather Lau stolpern sollte, würde ich mich freuen, wenn er sie zurück zur Basis bringen würde. Oder sagen Sie mir wenigstens, wo Sie sie gefunden haben. Sie wird vermisst. Und sie ist meine Schwester. Letzter bekannter Ort? Zivilistenlager am Pier. Das Lager, das es nicht mehr gibt. Das Lau Ende ist hier. Erfasse ein Echo in der Nähe. So, bei diesen Echos hat man halt ja, Echos von Dingen, die vorher passiert sind. Das ist so ein bisschen wie dieses Detektivspielchen bei den Batman-Spielen. Überall, wo diese kleinen weißen Fadenkreuze sind, kann man irgendwas untersuchen und kriegt dort Infos. Ich habe Clays Funkgerät zu Hause vergessen. Wenn man das Richtige gefunden hat, schaltet man quasi die nächste Quest für die Questline hier frei. Nein, da können Sie nicht lang. Der Laden direkt über die Straße steht in Flammen. Das ist zu gefährlich. Na komm, wir reden so schnell. Nein, Schatz. Und die besorgte Fay ist ja total wütend und fähig. Ich mag das Stäbchen nicht mal. So, habe ich jetzt alles schon? Wüsste ich eigentlich. Ja, Mary Anderson hatte ich schon. Ja. Dann müssten wir jetzt eigentlich direkt schon das nächste freigeschalten haben. Was da hinten ist, genau. Mache ich jetzt eine Schnellreise? Ja, komm, ich mache eine Schnellreise. Es geht wesentlich fixer bis dahin. Donnerseuche hätte bei Abels begonnen. Echt? Was machst du denn da? Du tust ihm ja weh! Die Plünderer haben den Madison Square Garden überfallen. Kann ich das irgendwie... JTF und Sarah haben ihn als Feldlazarett genutzt, wurden aber überwältigt. Die Ärzte werden als Geiseln gehalten. Wir brauchen sie. Besonders die Leiterin Jessica Kendall, eine Virologin. Finden Sie sie und bringen Sie sie zur Basis. Dann räumen Sie dort auf. Abwählen. Ich möchte es gern inaktiv machen. Geht nicht. Okay. Dann vielleicht ein andermal. So, wir machen jetzt aber erstmal die Nebenquests weiter. Die da hier unten ist. Die Laufwege sind teilweise echt lang, aber noch bin ich, ich sag mal, noch macht es mir nichts aus, weil mir das hier alles anzuschauen, die Straßen, auch, ich meine, Müll sieht man jetzt nicht so gerne, aber gerade hier bei dem Spiel sind die Details inklusive dem Müll einfach sehr gut gemacht und
Von daher machen mir die Laufwege noch nichts aus. Jetzt haben wir hier das nächste Echo. Irgendwo. Hier drüben. Aktives Echo-Signal geortet. Ich liebe dieses Holo-Interface. Whatever. Das nervt ganz schön. So. Vermisst. Ruf Studenten. Details von Feilau als vermisst gemeldet. Gut. Wissen wir das auch schon. So, hier können wir jetzt ein paar Ressourcen einnehmen. Wasser. Was haben wir hier noch? Gibt es noch was? Welche Softlederjacke? Einfache Militärmütze. Schauen wir uns die mal an. Militärmütze. Na, da bleibe ich lieber bei meiner Beanie. So, Softlederjacke. Gott. Oh, ist das... Ist das die... Die auch in den E3-Gameplays angezeigt wurde? Ich glaube. Sieht fast so aus. Die lasse ich auch mal an, die ist ganz cool. So, dann noch eine Nahrungsmittelkonserve. Und hier ist nichts. Also wie man sieht, Leute sind auch wirklich, haben alles stehen und liegen lassen. Also, beziehungsweise nicht alle, aber man hat doch versucht, sich noch so ein bisschen zu verbarrikadieren. Aber dann wurde einfach alles relativ schnell verlassen. Lichter brennen noch überall. Ich bin sehr gespannt, wie die Story aufbaut oder auf was die Story genau aufbaut. Man weiß ja, dass ein Virus freigesetzt wurde, der auf Geldscheinen aufgebracht wurde und dann zum Black Friday war das, glaube ich. The fuck? Mach doch einfach auf. Und dann zum Black Friday ja quasi freigesetzt wurde. Aber was genau der Virus macht, ob es vielleicht auch Zombies im Spiel gibt, das interessiert mich ja auch echt. Kann man momentan alles noch nicht sagen. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Am 8.3. Strafvollzugshandschuhe. Yay. Noch ein Wasser. Der Kühlschrank ist leer. Bisschen was ist schon aufgemacht. Okay. Sieht gut aus, trotzdem. Auch wenn das Glas nicht komplett rausfällt, was ich mir ein bisschen erhofft habe, wenn ich ehrlich bin. So, hier gibt es nichts mehr. Alles klar. Schauen wir mal, was wir jetzt noch an neuem Equip haben. Das ist Crap. Die ziehen wir an. Lassen wir auch an. Hier haben wir nichts Neues. Die hatten wir glaube in der letzten Folge schon gefunden. Ja. Dann würde ich sagen, ich markiere uns schon mal den nächsten Einsatz, der irgendwie gerade nicht verfügbar. Ach doch, hier. Wir können uns schon mal den nächsten Einsatz. Aber ich würde sagen, wir starten den nächsten Einsatz in der nächsten Folge. Und bis dahin, man sieht sich.